Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Iturea und der Trachonitis, Lysianas Tetrarch von Abilene. Hoher Priester waren Hannas und Kaiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, wie im Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben steht: Stimme des Rufers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ich kann mich noch gut erinnern an unseren Lateinunterricht auf dem Gymnasium. Wenn wir damals einen lateinischen Text ins Deutsche übersetzen mussten, dann sagt uns unser Lateinlehrer, wenn ihr einen langen Satz übersetzen muss, dann sucht zuerst den Hauptsatz. Im Hauptsatz steht das Wichtigste. Und wenn ihr den Hauptsatz gefunden habt, dann könnt ihr von da aus einen Blick tun auf die Nebensätze. Das ist weniger wichtig. Das Wichtigste steht im Hauptsatz. Nun wollen wir uns noch einmal anschauen, was der Evangelist Lukas am Anfang dieses Evangeliums geschrieben hat. Ich lese hier noch mal vor und achten Sie mal darauf, was ist Hauptsatz und was ist Nebensatz. Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, als Herodes Tetrarch von Galiläa war, als sein Bruder Philippus Tetrarch von Iturea und Trachonitis waren, als Hannas und Kaiaphas hohe Priester waren, da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Ist Ihnen aufgefallen, was Hauptsatz und Nebensatz ist? Gehen wir noch mal durch. Dass der Kaiser Tiberius in Rom herrschte mit ganz großer Brutalität, weniger wichtig, Nebensatz. Dass Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, man muss ja immer daran denken, das war derjenige, der Jesus hat kreuzigen lassen, der solche Macht hatte, weniger wichtig, Nebensatz. Dass Herodes König von Galiläa war, weniger wichtig, Nebensatz. Dass sein Bruder Philippus König von Iturea und Trachonitis war, weniger wichtig, Nebensatz. Jetzt kommt die geistliche Elite. Dass Hannas und Kaiaphas hohe Priester waren, weniger wichtig, Nebensatz. Und jetzt kommt der Hauptsatz, was am allerwichtigsten ist. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes.
Das muss man sich mal vor Augen halten. Alle politischen Mächte und auch alle geistlichen Autoritäten kommen in den Nebensatz. Und dann tritt da ein einfacher Mann, Johannes, in einem Büßergewand in der Wüste auf und das kommt in den Hauptsatz. Da erging das Wort Gottes an Johannes. Nun muss man auch sagen, wenn es hier heißt, da erging das Wort Gottes, dann steht da im Griechischen noch ein viel stärkerer Ausdruck. Im Griechischen steht da wörtlich, da geschah das Wort Gottes zu Johannes hin. Das bedeutet aber, wenn Gott zu einem Menschen spricht, wenn das Wort Gottes an einen Menschen ergeht, dann ist das nicht nur Schall und Rauch, sondern da tut sich was. Das geht nicht hier rein und da raus, sondern da wird es Ereignis, dieses Wort Gottes. Das fängt schon am Anfang der Bibel an. Kennen Sie alle die Stelle? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Da hat sich was getan. Oder Jahrhunderte später, als der Gottesmann Mose das Volk Israel aus Ägypten rausführt, da stehen sie am Roten Meer und sie merken auf einmal, die Ägypter kommen hinter uns her und wollen uns einholen. Und sie wissen vorne und hinten nicht mehr weiter. Vor sich das Rote Meer, hinter sich die Ägypter, rechts und links die Wüste. Man wusste nicht mehr vorwärts und rückwärts. Dann heißt es wieder, da erging das Wort Gottes an Mose, nicht für euch ist der Kampf bestimmt. Ihr werdet euch still verhalten, Gott wird für euch streiten und ihr werdet die Hilfe Gottes einfach nur anschauen. Und was passiert? Da wird das Wort Ereignis. Das Schilfmeer trocknet durch einen starken Ostwind aus. Israel kann trockenen Fußes durchs Meer gehen. Und als die Ägypter hinterherkommen, da bleiben die Räder im Schlamm stecken von ihren Wagen. Und Israel hat nur dabei gestanden. Wieder ein paar Jahrhunderte später, zur Zeit des Propheten Jesaja, da steht der assyrische König Sanherib mit einem riesigen Heer vor der Stadt Jerusalem. Das ganze Land rundum war schon erobert. Und jetzt soll Jerusalem dran glauben. Und drinnen in der Stadt sind die am Zittern, weil sie keine Chance mehr sehen. Und dann ergeht wiederum das Wort Gottes an den Propheten Jesaja. Das wird nicht geschehen, sagt Gott zu Jesaja. Sie werden nicht in diese Stadt reinkommen. Ja, man wird noch nicht einmal einen Pfeil in diese Stadt reinschießen. Das konnte sich kein Mensch vorstellen. Aber wenn Gott spricht, dann wird das Ereignis. Was passierte dann? Der Feldherr Sanherib kriegt auf einmal Nachricht, dass in seinem eigenen Palast zu Hause eine Palastrevolution im Gange ist. Und er muss Hals über Kopf die Belagerung abbrechen und erstmal nach Hause ziehen. Das Wort Gottes wird Ereignis. Oder denken Sie daran, im Mittelalter, da hat es Zeiten gegeben, wo es drei Päpste gleichzeitig gab, die sich alle gegenseitig exkommuniziert haben. Da sind die Bischöfe mehr auf Yacht gegangen, als dass sie Seelsorge getrieben haben. Und dann hat Gott einen Mann erwählt. Und dann erging das Wort Gottes an Franz von Assisi, bau meine Kirche wieder auf. Er hat zuerst geglaubt, Gott meint die alte Kapelle da draußen, aber die meinte Gott gar nicht. Gott wollte die ganze Kirche erneuern. Und was ist daraus geworden? Das Wort Gottes erging an Franziskus. Beim Propheten Jeremia heißt es einmal, das Wort Gottes ist wie ein Feuer, das brennt, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und im Neuen Testament, im Hebräerbrief, schreibt der Verfasser, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Gelenk und Mark und es wird ein Richter sein über die Gesinnungen und Gedanken des Herzens. Das Wort Gottes wird Ereignis. Aber das ist nicht nur eine Sache für damals und fürs Mittelalter, das geschieht heute auch. Wenn heute das Wort Gottes an einen Menschen ergeht, dann tut sich auch heute was, dann bleibt so ein Mensch nicht mehr der gleiche. Es kann sein, wenn heute einer auf dem falschen Weg ist, dass Gott ihm durch sein Wort einen Knüppel zwischen die Beine wirft und ihm signalisiert, du bist am Holzweg, kehr um. Es kann aber auch das Umgekehrte sein, wenn ein Mensch ganz down ist, ganz unten ist und nicht mehr weiter weiß, wenn überhaupt keinen Lebensmut mehr hat, dass Gott ihm dann durch sein Wort, das an ihn ergeht, Mut zuspricht, neue Hoffnung macht
und neues Lebensmut signalisiert. Mir ist das in meinem Leben häufiger passiert. Ich will Ihnen zwei Dinge nennen davon. In meiner ersten Kaplanstelle in Recklinghausen kriegten wir Besuch von einem spanischen Priester. Und der brach sich im Januar bei Eisglätte vor unserer Haustüre den Fuß. Jetzt lag der da tagelang auf dem Sofa. Können Sie sich vorstellen, so ein lebhafter Spanier, wenn der tagelang auf dem Sofa liegen muss, der ließ sich von vorne bis hinten bedienen. Karl, kannst du mir mal das holen, kannst du mir mal das holen? Der Mann ist mir so auf den Keks gegangen, ehrlich. Ich konnte mit dem nicht mehr. Und ich weiß noch gut, ein paar Tage später, ich komme aus dem Schlafzimmer runter, will in mein Arbeitszimmer, da musste ich immer dann durch das Esszimmer durch, wo der auf dem Kanapee lag. Ich habe die Türklinke noch in der Hand, da fing der schon wieder an. Karl, ich bin durchgegangen, habe nicht mal guten Morgen gesagt. Ich konnte es nicht mehr haben. Dann habe ich das getan, was ein anständiger Priester morgens als erstes tut. Habe mein Morgengebet gebetet, Brevier gebetet, die Laudes. Und bei den Laudes ist das so, da sind drei Psalmen und dann kommt immer eine Kurzlesung, meist nur ein oder zwei Verse aus dem Alten oder Neuen Testament. Wissen Sie, was an dem Tag zufällig als Kurzlesung dran war? Aus dem ersten Petrusbrief, seid gastfreundlich ohne zu murren. Das hat gesessen, kann ich Ihnen sagen. Ich wusste sofort, wer gemeint war. Das war für mich wie ein Stich ins Herz. Da hat Gott mir so einen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Bin sofort zurück ins Esszimmer und habe mich erstmal entschuldigt, dass ich nicht mal guten Morgen gesagt habe. Aber ich habe auch das andere erlebt. Ich musste einmal zu einer Familie, da war der heranwachsende Sohn mit dem Motorrad tödlich verunglückt und ich sollte der Familie die Todesnachricht bringen. Glauben Sie mir, ich habe Angst gehabt, viel Angst gehabt. Das geht einem Priester auch nicht so leicht von der Hand, dann hinzugehen und denen zu sagen, ihr Sohn ist tödlich verunglückt. Jetzt hatte ich mir einen Zettel in die Tasche gesteckt. Ich weiß noch, es war im Herbst, wo ich zum ersten Mal einen Mantel anhatte. Habe den Zettel mit der Adresse in den Mantel gesteckt und bin dann hingegangen mit zitternden Knien. Und dann, als ich in der Straße angekommen war, wollte ich den Zettel rausholen, weil ich die Hausnummer vergessen hatte. Hol den Zettel raus. Was steht auf dem Zettel? Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Da hat Gott kein Wunder gewirkt. Hinterher ist mir aufgefallen, was da passiert war. Dieser Zettel, wo drauf stand, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, der hat den ganzen Sommer über in der Manteltasche gesteckt. Der Zettel mit der Adresse, der war in einer anderen Manteltasche. Aber da hat Gott mich durch dieses Wort so ermutigt. Alle Angst war auf einmal weg und es war wirklich ein gutes Gespräch, auch wenn es ein ganz trauriger Anlass war. Wenn das Wort Gottes an einen Menschen ergeht, dann tut sich was. Und darum, lass das Wort Gottes, das Wort der Heiligen Schrift an dich rankommen. Und wenn du das tust, wenn es nicht nur hier rein und da raus geht, wenn du das Wort Gottes wirklich an dich rankommen lässt, dann wird es in deinem Leben eine Prägung bewirken. Dann wird dein Leben vom Wort Gottes geprägt, so oder so. Es wird eine Prägung bekommen vom Wort Gottes her. Und das griechische Wort für Prägung heißt Charakter. Und dann kann man sich vorstellen, warum der Evangelist Lukas das zur wichtigsten Tatsache der damaligen Weltgeschichte macht. Das Wort Gottes erging an Johannes, den Sohn des Zacharias. Amen.
Gott.